Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play Saw. So, im letzten Part haben wir Scheiße gebaut. Wo ist mein Licht hin? Ist mein Feuer aus? So. Ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier gibt es keine Stolperfallen oder sonst den ganzen Kram. Deswegen werde ich jetzt einfach mal schauen. Die werde ich nicht aufmachen. So. Und zwar kriegen wir hier einen Hinweis. Und da steht, Darkness also illuminates. Das heißt, ich muss irgendwie einen Fuse einsetzen, damit ich wahrscheinlich das Licht ausmachen kann, um den Hinweis zu sehen. So, da haben wir den. Ich weiß nicht, warum ich es beim letzten Part so kompliziert gemacht habe. Ich weiß auch nicht, warum ich Scheiße gebaut habe. So. Alles klar. Alles klar. Gut, da brauche ich nicht weiter gehen. Das sieht aus wie eine Knarre. Also suchen wir jetzt das Symbol mit einer Knarre. Und wehe, Jigsaw verarscht mich, dann haue ich ihn richtig kaputt. Hat funktioniert. Oh, Scheiße. Du Arschloch! Warte, was mit Zeitbegrenzung rein? Ich geh kaputt, ey. Aber ich kann da nicht mehr hochklettern. Mann, Rotz. Hat noch keine Lebensanzeige, das heißt, ich werde gleich wohl wieder irgendwie kämpfen dürfen oder abhauen oder irgendwie so ganzen Scheiß. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Vielleicht kann ich ja doch klettern. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es nicht, aber wir werden es ja nochmal herausfinden. Nein, unser Herr von und zu, Polizist, möchte gerade nicht. Oder halt wirklich keine Lust zu klettern. Dann werden wir uns halt einen anderen Weg suchen müssen. Ich bin halt nur wirklich gespannt, ob es auch noch einen anderen Weg gibt. Okay, cool. Aha. Anscheinend schon. Checkpoint. Ach, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gib mir das Audio-Tape. Detective Tapp is not the only player here, but he is the answer to your survival. You and others like you must find the key within the detective's body to free yourselves from your own traps. Some of you will choose to be apathetic. Others will be more aggressive. Hure. Du Hure, Jigsaw, du blöde Hure. Verleitet ja die anderen dazu, mich umliegen zu lassen und so. Oh shit. Nicht vor, hier nahe zu kommen. Aber wenn es sein muss, verpasse ich dir eine, mein Freund. Ich muss nur noch wissen, wo du bist. Gib mir die Röhre. Naja, gut. Drauf geschissen! Mann, wo ist der? Ah, du solltest sie von außen zumachen. Ba 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 da 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 da.
kriege ich wohl hin irgendwie. Das ist alles, wir müssen nur so miteinander verbunden sein. Ridiculously easy. Guck, jetzt kann ich den Knopf drücken. Ja, Knöpfe sind zum Drücken da. Was habe ich getan? Ja gut, egal. Ja, wo ist denn der Pfosten? Ohne Witz, wo ist der Typ? Ich habe keinen Bock, dass er mir gleich von hinten in den Rücken fällt. Das ist so das Letzte, was ich will. Haha. Ja gut, dann ab durch die Mauer. Komm schon! Ah, hör zu! Na komm! Na komm! Mein Gott, ey. So. Stecken geblieben. What the fuck? Ah, okay. This is your fault. Fick dich. Fick dich. Super. Was ein Bullshit, das Ding da jetzt zu verriegeln. Und jetzt kommen wir nämlich wieder raus. Das heißt, an den Kampf komme ich eh nicht vorbei. Ah, ja gut. Ah, diesmal hat es geklappt, aber richtig. Ja, los, komm, steh auf. Ich bin Polizist, ich darf das. Boah, Slow-Mo Kill. Yeah. Das war viel einfacher, als ich dachte. So. Okay. So. Es ist blöd, ich sehe meiner Meinung nach ein bisschen wenig, aber... Ich glaube ja, dass es so vorgesehen ist, dass man nicht allzu viel sieht. Geil, das habe ich jetzt schon wieder gemacht. So. Ein Hellstypo. Besser als nix. Kann ich den hier eigentlich mitnehmen? Damit zu hauen tut, glaube ich, auch weh. Na gut, ich habe einen Baseballschläger mit ein paar Nägeln drin. Ich glaube, es geht wohl auch ab. Mein Gott, ey, ich darf echt nicht zu schnell rennen, weil sonst geht mein scheiß Feuer aus. Eigentlich eine sehr coole Idee, aber könnte auch nervig werden. So, kann ich eigentlich weiter? Kitchen. Feuer wieder an, danke. Hier ist nix. Ein Stacheldrähtchen. Wo zum Teufel bin ich? Okay, ich befinde mich da und ich muss wahrscheinlich da, wo der Crisis. Seht ihr das, liebe Silent Hill 2-Macher? Zack, so schnell öffnet sich die Karte. Zack, so schnell ist wieder die Karte. Ich weiß nicht, was bei denen das Problem ist, warum die Karte so lange zu laden braucht. Wo bin ich jetzt schon wieder lang gelaufen? Bin ich da, da, da. Jetzt hier durch. Bullshit. Bullshit, 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 Bullshit.
Ich komme gerade auf die Karte nicht klar, merke ich gerade. Aber das sollte jetzt gewesen sein. The desk in front of you holds the badge of the partner you failed to protect. Fitting, since it also holds the key to free the witness you chose not to protect. Do you remember her name, Detective? Or did you squeeze her for information and throw her away? You have the key to her chamber. Hurry, or she will join the fate of your lead partner. See. I'm so sorry. Okay. So, jetzt sind wir gerade aus. Die ist verschlossen, das heißt, wir gehen hier rum. Alle Türen fallen gerade hinter mir zu. So. Eine Sicherung gefunden. Ah, fuck. Jigsaw, du Arschloch! Wie knapp habe ich das denn geschafft? Das würde mich mal interessieren. Ach, 38 Sekunden hatte ich noch Zeit, meine Fresse. Und dafür beeile ich mich so. Ach, Mann. Ha! Ich glaube, die Sau hat mich... Ja, hat sie. Sie hat mich direkt vor die Tür gebracht. Ist ja nett von dir. Dann wollte ich den ganzen Weg nicht laufen. Dankeschön. Can you rescue her, Chap? No, I can't, because I don't want to. I don't feel like it. So. Angst und gespannt, was jetzt passiert. Newspaper. Hey, la 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 la. Ja, Mann. Wow, wie mir die Tür fast in die Fresse gehauen wird. Okay. Also dann wollen wir mal nicht. Ja, ich beende den Part hier. Und im nächsten Part sehen wir dann, wer hinter dem Vorhang steckt, wen wir retten müssen und was zu tun ist. Also bis dahin, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ja, ich hoffe, wir sehen dann beim nächsten Part wieder dabei. Euer Sparrix.